Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Miasmata. Immer noch mit der nutzlosen Blume in der Hand. Die kann man natürlich nie wegwerfen, nutzlose Blumen. Und wer sich aus der letzten Folge erinnern kann, wir müssen in den Norden. Noch Baumrindenpilze nehmen wir immer mit. Aber wenn wir eh schon so einen kleinen Pilzling haben, dann untersuchen wir den nochmal. Denn es könnte ja sein, dass der auch irgendwas Positives mit uns anstellt. Okay, das könnte man falsch auffassen. So. Also einen medizinischen Grundwert. Und es hat ja diese Blume auch. Das weiß ich ja. Also probieren wir mal wieder unser Glück. Ich werde es wahrscheinlich eh wieder verkacken. Wie die letzten Male auch. Aber hey. Ein Versuch ist es wert. So, da mischen wir noch da was rein. Okay, ich weiß eh, dass es nichts wird. Aber ich probiere es halt immer wieder gern. Ah doch! Eine extra starke Medizin. Toll, aber ich brauche die ja jetzt gerade gar nicht. Mal gucken. Aber nice. Jetzt haben wir in unserer netten Schatulle haben wir extra starke Medizin. Und da es bei mir eh immer fragsam ist, ob ich zu einem Haus wieder zurückkehre, also nehme ich mir doch lieber nochmal so einen Pilz mit. Also ich bin jetzt gerade überglücklich, weil es ist das erste Mal, ohne dass uns jemand gesagt hat, hey, so geht's, dass wir uns eine Medizin gemacht haben. Oh nein. Und da haben wir die Medizin gleich verbraucht. So. Da speichern wir doch gleich mal. Und wir sind auch wieder in Ordnung, also speichern heilt einen. Also es ist nichts passiert. Messer. Ein Schlückchen zum Trinken. Das braucht man immer. So, gibt das hier was runter in unsere Flasche. Da packt man jedes Mal Wasser rein, obwohl wir nichts daraus trinken. Auch in unserem Schrank sind auch keine neuen Klamotten. Die alten stinken bestimmt schon und sind schon ganz ranzig, so oft wie ich runterfalle. Das sehe ich ja gar nicht so. Norden ist angesagt. Können wir uns was Neues zusammenbasteln? Ja, also. Und natürlich müssen wir auch noch einiges entdecken. Denn es geht zwar darum, unsere Krankheit zu heilen. Aha, was ist denn da hinten? Aber es ist ja auch ein bisschen das. Man muss ja auch erkunden. Achso, das ist ein Vogel.
Und das ist wahrscheinlich unser Haus, wo wir gefunden haben. Wobei alles unser Haus ist, da wir einzige Überlebende sind. Wir sind Großgrundbesitzer, so eine fette Insel, alleine für uns. Gott, die frisst uns bestimmt. Ich weiß nicht. Ich guck mal auf die Karte. Vielleicht sind wir schon da oben. Weil hier gab es ja das erste Mal die Medizin. Ich würde aber ganz im Norden dann hier hochgucken. Ein bisschen nach Osten, so zurück. Einmal nach ganz quer rüber. Na, ich würde mal sagen, wir rennen da hoch. Erstmal ganz im Norden hoch von dieser Insel. Ja, packen wir weg. Vielleicht finden wir im Norden irgendwas. Hier ist auf jeden Fall irgendeine Mauer gewesen. Mauern bedeuten Zivilisation und Zivilisation gefällt mir. Vielleicht kann ich mir da auch neue Klamotten kaufen. Hochkommen. Los, sprinte. Das war gar keine Mauer. Ja, super, wie komme ich da jetzt wieder runter? Ach so. Gut, und vor uns müssten dann ja eigentlich Häuser. Ja, das sehe ich so ja schon. Das war wieder mal knapp vom Hinfallen. Die Sounds sind gut gemacht. Ja, Möwe, lach mich aus. Komm jetzt den Sandstrand nicht hoch. Los. Blumen, kann ich die gebrauchen? Nee. Und war das unser Todespunkt? Kommt mir so vor, als wäre unser Todespunkt recht weit im Norden gewesen. Und hier ist auch wieder, also diese Pflanze da ist anscheinend wertvoll. Und nicht ein Anspiel, oder? Ich muss da jetzt runter wieder. Und das ist auch die, von dieser der Professor gesprochen hat. Och, trinken wir was. Wir trinken jetzt immer was, bevor er wieder rumhustet und einen trockenen Hals bekommt. Wenn ich 20 Minuten nichts trinke, bekomme ich Fieber. Ist ja klar. Dass man schwindlig wird, aber Fieber. Okay, wir sind hier. Dann müssen wir da einmal direkt über die Insel rüber. Da ist dieses Boot. Und darüber müssen wir. Wir sind also auf der Insel Tau. Das ist natürlich was, was mich interessiert hat. Ja, kann man so sagen. Aber wir lassen uns mit der Inselerkundung Zeit. Und suchen natürlich auch das Monster, nämlich das Monster soll ja in diesem Let's Play auch gezeigt werden.
Weil es nagt wahrscheinlich noch die anderen Frosche, die es neben mir ja gab. Die nagt es wahrscheinlich ab. Daher müssen wir uns noch gedulden, bis es zu uns kommt. Und nochmal ein Tagebucheintrag. Und den dürfen wir ja eigentlich noch gar nicht lesen, weil das ja eine Journey ist, also eine Reise. Und wir haben ja erst die erste Seite, die zweite und da ist die sechste. Also wir müssen das schon ein bisschen in der Chronologie. Und ich möchte da schon gerne 100% in diesem Spiel arbeiten. Da, ja, 100% sind immer gut. Und die Story scheint mir richtig gut geschrieben. Aber erstmal zum Landesteg. Da können wir auch gut sprinten. Komm, du überlebst das. Los! Wir sind zu groß zum Schwimmen. Oder zu schwach. Wir schlafen eher, statt Medizin zu benutzen. Wir müssen nur noch da rüberkommen. Das schaffen wir, Leute. Dann mach meine Medizin wirklich aussparen. Da wir keine 10 Meter schwimmen können. Wir schaffen das. So. Wir schlafen erstmal eine Runde. Und dann bis zur nächsten Folge, Miasmata. Hoffentlich ohne Krankheit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Tag.